macht das Ding denn hier? Da bricht man sich ja alle Knochen. Das ist die Lieferung mit den Futterproben. Ist gerade erst angekommen. Tut mir leid. Lass mich heftig. Danke. Alles klar? Alles bestens. Sah aber gerade nicht so aus. Ich habe letzte Nacht irgendwie schlecht geschlafen und mich wahrscheinlich verlegen, keine Ahnung. War nicht gestern euer Scheidungstermin? Dann kein Wunder, dass du in den Seilen hängst. Warum machst du heute nicht einfach früher Schluss? Nein, das geht schon. Komm, ich mach das. Und um die Rechnung kümmere ich mich auch gleich, okay? Du voran? Ja, ist eine staubige Angelegenheit, aber ich denke, der Boden wird super aussehen. Bist du dir sicher, dass du verkaufen willst? Ach, jetzt mach's mir doch nicht noch schwerer, das ist alles gesagt. Ja, aber schade ist es trotzdem. Ja. Hallo zusammen. Hey, Chris. Hey. Du hast vorhin versucht, mich zu erreichen? Ach so, ja. War nicht so wichtig. Ich hätte mich auch gleich noch bei dir gemeldet. Ich habe mich mit einem Makler in Verbindung gesetzt, der will sich das Haus anschauen. Heute Nachmittag hast du da Zeit? Je eher, desto besser. Ich genauso. Schließlich wollen wir beide neu anfangen, das ist ja nur Ballast. Ja. Und den wollen wir abwerfen. Der Termin ist um 4. Bis später. Bis dann. Oh, bitteschön. Das ist schon deine dritte. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. War ja auch ziemlich heftig gestern. Scheidung. Ausgerechnet wir, was? Das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Hm? Allerdings. Naja, dann ich meine, dass der Kaffee dir hilft. Hey. Hey. Tut mir übrigens echt leid mit dem versauten Essen vorhin. Ist doch nicht schlimm. Aber das bestimmt wieder irgendwie gut machen. Da fällt uns doch was ein. Jetzt gleich? Nee, ich muss nachher noch zum Großmarkt. Und dann haben wir noch den Termin beim Makler, Christian und ich. Dann bist du ja bald eine richtig gute Partie. Was willst du mit dem ganzen Geld machen? Keine Ahnung. Ich denke mal, es wird sich nicht viel ändern. Halt wohl in der WG bleiben. Der Käufer muss die Mietverträge ja übernehmen. Und du willst hier wohnen bleiben? Mit dem Geld könnte man viel machen. Könntest zum Beispiel woanders ganz neu anfangen. Naja, jetzt müssen wir das Haus ja erstmal verkauft kriegen. Ja, wird bestimmt nicht schwer. Bei der Lage, dann könntest du dir ein Häuschen im Grünen kaufen. Für dich, mich, für uns. Charlie ist noch ein paar Tage in Barcelona. Bis dahin hat sich deine Staubspur verloren. Tja, also ich wollte auch nur kurz Bescheid geben, dass ich mit den Räumen oben wohl nicht fertig werde, bis der Makler kommt. Aber ich habe soweit alles aufgeräumt. Wird schon passen, Andi. Ja, ich denke mal, ihr wollt doch bestimmt so viel Kohle wie möglich für den Kasten haben, oder nicht? Vor allem will ich mit diesem Kasten nichts mehr zu tun haben. Tja, so eine Scheidung ist nicht leicht, hä? Hätte schlimmer kommen können. Naja, aber vor deinen Augen mit dem neuen Typen rummachen, finde ich es auch nicht ganz gut. Lass es. Ich meinte ja auch nur. Schon gut. Du wirst jemand Neues kennenlernen, ganz sicher. Du meinst so wie du? Tut mir leid. Ach, Andi, du weißt doch am besten, wie es ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist jetzt. Ach, Olli, du weißt schon. Ja, klar. Aber vielleicht kann ich ja doch irgendwas für dich tun. Wenn du keine Lust hast auf diesen Maklertermin, dann könnte ich auch für dich dahin gehen. Ich kenne durch die Renovierung das Haus in- und auswendig. Du musst dir das nicht geben und Olli muss trotzdem nicht alleine hin. Danke dir. Du hast was gut bei mir. Was soll das heißen? Christian ist im Wald. Wir sind verabredet.
Ja, aber ich hab's dir doch erklärt. Christian braucht eine Auszeit. Du weißt doch, dass er in der Natur immer am besten runterkommt. Außerdem hat er für den weltbesten Ersatz gesorgt. Ja, ich find's trotzdem schwach von ihm, dass wir das nicht zusammen zu Ende bringen können. Für mich ist das alles auch nicht leicht. Könnte man aber meinen. Fritsche, was willst du mir sagen? Ja, hast du mal überlegt, wie das für Christian sein muss? Du läufst vor seinen Augen mit deinem Neuen rum. Hallo, wir sind geschieden. Seit gestern. Ja, aber wir sind nicht erst seit gestern getrennt. Andi, deine Loyalität zu Christian in allen Ehren, aber ich entscheide immer noch selbst, mit wem ich wann und wie zusammen bin. Von dir als Kumpel erwarte ich eigentlich, dass du dich da raushältst. Das heißt, dann ist es okay für dich, dass ich Christian vertrete? Wenn es für dich okay ist, dass ich dich als meinen Ex-Mann vorstelle? Der Makler sollte doch unten warten. Hey, sorry, Schlüssel vergessen. Sag mal, meinst du wirklich, dass das passende Outfit für unsere Verabredung? Oh nein. Hey, sag nicht, du hast es vergessen. Könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Hey, dein Bootcamp muss noch ein paar Stunden warten. Warum? Will Andi mich doch nicht bei meinem Termin vertreten, oder was? Doch, will er. Deshalb habe ich ja was gut bei dir. Ja, Daniel, ich habe nicht ewig Zeit. Ich war mit Andi verabredet und deinetwegen hat er mich versetzt. Ja, und jetzt schuldest du mir was. Okay. Also, wenn es um irgendwelche handwerklichen Dinge geht, sage ich dir gleich, Andi ist da fitter. Nein, ich will zum Boxen und habe gedacht, ich frage mal ganz spontan. Du, ich habe einen Boxclub gefunden, da laufen heute jede Menge Fights. Oder ist Boxen nicht dein Ding? Also, ich meine, ist ja nicht jedermanns Sache. Doch, da liegst du schon ganz richtig, ist halt nur ein bisschen her. Cool, dann kommst du mit? Ich wollte eigentlich gerade los. Komm, dein Waldspaziergang läuft ja nicht weg. Du verpasst was, wenn du nicht mitkommst. Oder? Weil diese Atmosphäre hier, das hat doch was ganz Eigenes. The Man, auch wieder da. Hey, Matzi. Hab ich irgendwas verpasst? Hey. Sag mal. Hi, moin. Du bist ja total berühmt hier. Ich hab mal professionell geboxt. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Aber es ist bestimmt cool, wieder hier zu sein. Was läuft denn heute eigentlich? Heute kann jeder gegen jeden antreten. Hallo. Hey. Na dann? Hey, vergiss es. Im Gegensatz zu dir bin ich totaler Anfänger. Sag mal, aber du wärst doch der perfekte Kandidat. Ich meine, so wie dich alle begrüßen hier. Hey, Daniel, lass mal stecken. Darf er weiter Sport treiben? Auf keinen Fall. Nicht, bevor der Infekt vollständig ausgeheilt ist. Okay. Herr Mann, Sie müssen Ihr Leben trotzdem umstellen. Na komm schon. Kai, achte mal auf deine linke Deckung. Was ist denn? Du warst wirklich Profi. Ich war sogar mal NRW-Meister. Ja, was stehst du da noch hier? Du gehörst in den Ring. Alter, ich sehe doch, dass dir an den Fäusten kribbelt. Und so ein Fight pustet deinen Kopf besser frei als irgendein Waldspaziergang. Das brauchst du mir nicht sagen. Auch wenn du eine Weile nicht trainiert hast, aber diese Flaschen da, die schlägst du alle mal. Kalle! Komm, schreib ich mal auf die Liste. Aber keine Anfänger. Angreifen! Jetzt gib mir die Rechte! Von den
Jens, wenn du das abhörst, du musst unbedingt in die Boxhalle kommen. Ey, das ist der Wahnsinn. Ey, Christian kämpft wie ein Champion. Komm vorbei, ja, bis gleich. Ciao. Hey, na, wie war's? Ach, komm, jetzt gib schon zu, dass es die beste Entscheidung überhaupt war, mich mitzunehmen. Ich habe ja wohl total unauffällig alle Vorteile angepriesen. Der Typ war scharf auf Andi. Lass mich nicht nochmal verarschen. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, dass sich die Renovierungsarbeiten gelohnt haben. Wir kriegen wahrscheinlich den Wunschpreis. Ich werde gleich mal Christian anrufen. Oh, Moment. Das ist ja super mit der Wohnung. Und falls du nicht umziehen willst, ich finde Düsseldorf gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, okay, das war gelogen. Aber ich könnte es mir vorstellen, dir zuliebe. Mal sehen. Andi, was ist? Das war Daniel aus der Boxhalle. Christian boxt gerade. Was? Das kann nicht sein. Ruf den an. Weißt du, wo die sind? Was habt denn ihr auf einmal? Christian hat eine Herzkrankheit. Es kann total gefährlich sein, wenn er sich zu sehr anstrengt. Sehen, wer sich jetzt traut, hä? Na? Bereit für eine echte Cash-Toilette? Ich werde es dir richtig besorgen. Was ist das denn für ein Penner? Das ist der beste Freund von Axel. Dem feigsten Schwein unter der Sonne. Willst du wirklich gegen den antreten? Wir haben noch eine Rechnung offen. Das klingt ja gefährlich. Ja, das ist es auch. Die haben Olli damals fast totgeschlagen. Bruder damals am liebsten kalt gestellt. Sofort, so wie deine Ecke. Mach dich fertig, du Schwein. Liebe Olli, hast du das verstanden? Und solange ich lebe, werdet ihr nie wieder sowas. Christian, hör auf! Hast du das verstanden? Christian! Christian! Hey! Christian! 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 Hey! Christian!
Christian! Hey! Christian! Christian!